Willkommen zu einem weiteren Video von mir, und zwar soll es um die Neuzugänge im Juni gehen. Und zwar ist es der erste Teil, weil es ist gerade erst angefangen, der Juni, aber ich habe schon einen ganzen Stapel neuer Bücher bekommen. Mir dachte ich mal, erstmal den ersten Teil und kann alles, was dann noch im Juni kommt, dann im zweiten Teil bringen. Und zwar gab es ja immer noch diesen Ausverkauf von der Bibliothek bei uns, wo man halt für ein Kilo Bücher 1 € zahlt. Und da war ich auch den zweiten Tag und habe eigentlich gedacht, ach, da findest du jetzt nichts mehr, weil du warst ja schon einen Tag vorher da. Aber eine Freundin von mir wollte auch dahin, und deswegen habe ich gedacht, okay, fahre ich nochmal dahin. Ja, das war dann nicht ganz richtig. Also ich habe da doch so einiges gefunden. Ja. Und dann zeige ich mal ein paar von den Sachen. Und zwar sind das viele Bücher, so wie das hier von Sarah Lark, Die Insel der tausend Quellen, wo mir der Autor was sagte und das Genre aber nicht unbedingt das ist, was ich sonst immer lese. Also ich wollte gerne mal ein paar Bücher reinlesen, um mal zu so gucken, ob mir das auch gefällt. Und ja, da fand ich das eigentlich eine gute Gelegenheit, weil dann kosten die in umgerechnet, weiß ich nicht, 30 Cent die Bücher, und ja, wenn mir nicht gefallen, kann ich die halt weiter spenden oder in den Bücherschrank tun, und dann hat keiner was verloren. Und ich konnte das mal anlesen. Genau. Ich werde da jetzt auch nichts zum Inhalt sagen, weil ich habe mir die Klappentexte auch nicht durchgelesen und weiß bei den meisten auch nicht, worum es geht. Dafür wird das Video ein bisschen kürzer. Achso, vielleicht kann ich dazu sagen, das ist mehr so eine, geht gleich mehr so in Richtung von, ja, wie heißt sie nochmal? Lucinda Riley, also so Familiengeschichte, Liebesgeschichte, Frauenroman sozusagen. Ich bin gespannt. So, dann habe ich mal was ganz anderes. Und zwar von Elizabeth Dodge. Whisper Island, Sturmwarnung. Und zwar hatte ich das auch mal bei einem YouTuber gesehen. Ich glaube, bei dem Büchersee. Kann das sein? Die hätte das irgendwie auch auf ihrer Leseliste gehabt, irgendwie. Weiß ich nicht, vor Monaten. Und ich fand, da hat sie das irgendwie vorgelesen. Ich fand das heute sehr spannend. Es geht also eigentlich in ganz andere Richtung, als ich sonst lese. Mal wieder, also mehr so in Richtung Thriller, Mystery-mäßig. Und ich habe gedacht, okay, das kannst du mal als Kontrast, wenn ich halt genug auf Young Adult, New Adult und sowas gelesen habe, mal was anderes lesen möchte, dann ist das, glaube ich, echt nicht schlecht. Ist aber auf jeden Fall auch eher für Jugendliche, also mehr so Jugendroman. Ja, deswegen habe ich das angesprochen. So, dann habe ich tatsächlich auch noch ein paar Fantasy-Bücher gefunden. Wo ich sagen muss, habe ich in der Zeit nicht so viel gelesen. Hatte ich aber auch schon ewig auf meiner Wunschliste, wollte ich also unbedingt mal ausprobieren. Und zwar von Markus Heitz, Die Zwerge. Ja, das habe ich noch nicht gelesen. Ja, das war es halt günstig da zu haben. Da nehme ich den ersten Band mal mit und lese da mal rein. Wenn es mir gefällt, gibt es noch mehr Teile davon. So, auch von Markus Heitz, das noch gar nicht so alt ist. Was ich auch schon bei YouTube gesehen habe, ist Vidor. Das hat mich irgendwie auch interessiert, so von der Story her. Ich kann es zwar nicht mehr genau wiedergeben, aber das war irgendwie auch meiner Wunschliste, und da gab es da auch. Also ich hatte echt viele Sachen auf meiner Wunschliste. Dann ein Buch, was euch bekannt vorkommen sollte. Der Schatten des Windes von Luis Carlos Ruiz Zafón. Das Taschenbuch hatte ich gestern geholt. Falls ihr euch noch erinnern könnt, da hatte ich auch noch ein weiteres Buch von ihm, Marina, als Hardcover. So, und gestern hatte ich das leider nicht als Hardcover gefunden, nur als Taschenbuch. Dann habe ich es als Taschenbuch mitgenommen. Und heute gab es das auch als Hardcover. Und da dachte ich, oh, da hältst du beide Hardcover, das sieht schöner aus. Okay, nimmst du nochmal als Hardcover mit, dann gebe ich das Taschenbuch halt ab und ich kann mich darüber freuen. Ja, so ist das. So, dann habe ich noch ein Buch, was auch auf meiner Wunschliste stand, schon seit Ewigkeiten. Und zwar bin ich ein relativ großer Japan-Fan, und hatte mir das Buch mal irgendwann rausgesucht und war aber immer so geizig, mir das neu zu kaufen, ehrlich gesagt. Und gebraucht fand man das eigentlich nirgendwo. Und jetzt habe ich es da gesehen und habe gedacht, das ist, also es geht halt um einen Deutschen, der irgendwie in Japan quasi einen Kulturcrash erlebt, und das soll halt sehr humorvoll sein. Also ich, da freue ich mich schon drauf.
So, dann habe ich noch ein Band, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das der erste Band ist oder nicht, da wollte ich nochmal nachgoogeln. Von Flavia De Luce. Das geht auch mehr so in Richtung Krimi, soweit ich weiß. Das wollte ich halt auch gerne mal ausprobiert haben. Also wenn ihr wisst, ob das irgendwie der erste Band ist oder nicht, könnt ihr gerne mal schreiben, ansonsten würde ich da auch nachgoogeln. Wenn es nicht der erste ist, muss ich den ersten dann noch besorgen. Aber das wollte ich gerne auch mal reingelesen haben. Also sind viele Sachen da, die ich mir unsicher bin, wo ich mal reinlesen wollte und ja, die ich dann halt günstig gab. So, ähnlicher Bereich. Also ich wollte, wie man merkt, wollte ich auch gerne so ein bisschen mehr in Richtung historisch, romantisch, familiensagamäßig lesen. Und zwar habe ich da noch von Kate Morton und der verborgene Garten. Den hatte ich mir auch schon für Ewigkeiten mal rausgesucht. Also eines der besten Bücher, das von ihr sein soll. Habe ich auch noch nicht gelesen, aber wollte ich halt günstig haben und die sehen echt super aus. So. Aus ähnlichen Gründen habe ich von Lucinda Riley, die sieben Schwestern, den ersten Band. Die hatte ich mir auch echt vorgenommen, nach ihr zu gucken, bei den Büchern. Da hatte ich Glück, da freue ich mich auch schon drauf. Ein weiteres Buch von ihr, Der Engelsbaum. Ja, zu England kann ich eh nicht viel sagen. Dann habe ich noch ein Buch von Philippa Gregory. Der Name war mir irgendwie bekannt von Paddy, ihrem Kanal. Weil die meinte, die schreibt eben die besten historischen Romane. Ja, habe ich da gesehen. Wir hören mal mit. Weiter weiß ich auch nicht. Und noch ein niedliches kleines Büchlein, was ich noch gefunden habe als Hardcover. Das sah echt so hübsch aus. Das war mir so ein Klassiker, den ich aber auch noch nicht gelesen habe. Aber es sah so hübsch aus. Der glänzt so schön. Heute soll es um den zweiten Teil meiner Neuzugänge für den Juli gehen. Der Juli ist noch nicht ganz zu Ende, aber ich sag mal, alles, was jetzt noch kommt, kommt im nächsten Monat. Ja, die Bücher werde ich jetzt nicht alle hochheben können. Es ist einfach viel zu viel geworden. Ich werde mal die Sache etwas beschleunigen, indem ich die Sachen, die ich halt in den Unpackings schon gezeigt habe, nur noch mal kurz hochhebe. Ja, wenn ihr die Sachen dann nochmal gucken wollt, dann könnt ihr da reingucken und der Rest ist doch genug. Also fangen wir an mit meinem letzten Unpacking. Und zwar war das von Rebuy gewesen. Das war leider nicht so glorreich. Also ich hatte halt bestellt wegen dem Hörbuch von Jonathan Stroud, Lockwood und Co. Band 4. Das war auch in Ordnung. Dann gab es noch Macabo. Das sind die ersten beiden Mediator-Bände in einem Sammelband auf Englisch. Crash Into You. Und da habe ich den ersten Band von hier. Das sollte eigentlich ein Hardcover sein. Getrieben von Veronica Rossi, leider ohne Schutzumschlag. Und Midnighters von Scott Westerfeld, Band 2. Dann war das nächste Unpacking mal gewesen, was davor sozusagen war von Minimums gewesen. Da war ich eigentlich ganz glücklich mit. Und zwar waren dabei die Spiderwick Band 3, der Spiderwick Zusatzband Sprites, das ist die englische Ausgabe. Der Umschlag ist also ein ausklappbares Poster. Stigmata. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, das ist der erste Band auf Englisch. Die anderen beiden habe ich auch schon gelesen, allerdings ausgeliehen damals. Dann Edelherb, das ist dieser zweite Band dieser Schokoladentrilogie, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber den ersten habe ich auch hier, das war wieder zart. Kommt doch mal im Schnelldurchlauf meiner AWL-Bestellung. Zwei Bände von Rockies von Aline Ding. Ja, Aline Sing. das ist tatsächlich Band 3 und Band 4, ich weiß nicht, welcher 3 und welcher 4 ist. Fehlt mir noch der zweite Band. Seculum von Ursula Poznanski. Bourbon Kings von J.R. Ward. Silber, das dritte Buch der Träume von Kerstin Gier. Die ersten beiden Bilder habe ich auch hier. Tulpen und Traumprinzen. Das ist der dritte Band. Der fehlte mir noch. Und Songs of Revolution. Das ist der erste Band einer Dialogie. Da weiß ich noch nicht viel drüber.
Dann ist noch bei mir eingezogen. Wie ihr schon gemerkt habt, habe ich jetzt viel Spiderwick-Bände gekauft und auch gelesen in der Zeit. Und da haben wir noch diesen schönen Zusatzband hier. Das ist auf jeden Fall Englisch. Der Field Guide von den Arthur Spiderwick. Den gibt es auch auf Deutsch. Das heißt dann irgendwie das Handbuch und es hat halt dieses Männchen vorne drauf und nicht den Greif. Das ist sehr schön gemacht. Es sind also viele Illustrationen, auch über mehrere Seiten zum Ausklappen. Ich weiß nicht, wie die deutsche Ausgabe ist in der Beziehung, aber ich ganz schön. Ah, hier sind gleich das Größte. Hier gibt es diesen Aal. Das ist auf jeden Fall wunderhübsch gemacht, auch mit so Zeitungsausschnitte und Skizzen und alles. Hat auch ein paar mehr Seiten, nicht nur so ungefähr 10 Stück wie das kleine andere Büchlein. Sehr schön. Kommen wir mal zu den Bänden vom Anfang dieses Monats. Und zwar hatte ich noch gekauft Spiderwick Band 2 und Spiderwick Band 5. Band 4 habe ich auch, das liegt noch gerade auf meinem Schreibtisch, weil ich das gerade lese. Ja, also Spiderwick. Viele Spiderwick diesen Monat. Und dann hatte ich von Jennifer Felgood Cherry on Top. Kleines Taschenbuch. Ich wollte mal nochmal was von ihr lesen. Ich hatte Hashtag Folge deinen Herzen finden gelesen. Fand ich sehr gut und ja, das ist ja nicht so dick. Dann, was eigentlich noch zum letzten Monat gehörte, das aber nicht mehr rechtzeitig angekommen ist, der Geschmack von Sommerregen von Julie Lenze aus dem Ing Verlag. Hat so lustige runde Ecken. Da gibt es auch noch irgendwie so einen zweiten Band von. Ist, schätze ich mal, Contemporary. Dann haben wir einen wunderschönen Cover. Sternensturm. Von Alana Falk. Das Herz der Quelle. Das hat auf jeden Fall ein wunderschönes Cover. So geht es an Sternchen. Ich würde sagen, Young Adult mit leicht Science Fiction angehaucht. Also ähnlich wie These Broken Stars, nehme ich mal an. Ich weiß aber nicht genau. Ich habe das größtenteils wegen den Cover gekauft. So. Dann habe ich noch ein paar Trödelmärkte Neuzugänge von Nicolas Barrot. Paris ist immer eine gute Idee. Von denen habe ich schon zwei Bände. Einen davon habe ich gelesen, das Lächeln der Frauen. Das ist halt so ein Liebesroman für ältere Erwachsene, der halt immer in Paris spielt. Und ich liebe Paris und deshalb, freue ich mich da auch drauf. Dann habe ich zwei Taschenbücher. Und zwar Himmelstiefe von Daphne Unruh und Plötzlich Banshee von Nina McKay. Die sind auch nicht so alt. Die sehen super aus. Die habe ich tatsächlich auf dem Trödelmarkt für 50 Cent das Stück gekauft bei uns. Ja, das ist mir nachher eingefallen. Das habe ich, glaube ich, sogar auch als E-Book. Aber 50 Cent. Ist das auch ein schönes Taschenbuch? Wo bin ich stehen geblieben? Achso, genau. Dann hatte ich noch ein oder zwei, weiß nicht genau, Mängelexemplar Käufe. Fall with me. Ich glaube, das war der Band, den ich damals bei dieser Bookhunting-Tour gekauft habe. Ja, das ist der, weiß ich gar nicht, vierte, dritte. Ich glaube, der vierte. Vierte oder fünfte Band von der Wait for Me-Reihe von J. Lin. Und die Reihe hat insgesamt 7 Bände. Wait for Me ist der erste Band, den habe ich auch schon gelesen, auf Englisch damals. Den zweiten, den dritten Band habe ich auch schon hier stehen. Ich wollte jetzt diese Reihe mit zusammensammeln und mir die dann nach und nach durchlesen. Wie gesagt, war Mängelexemplar ist immer sehr gut bei Taschenbüchern, weil dann sind da noch keine Leserillen drin. Kann ich die selber reinmachen. Dann haben wir noch Rockstars küsst man nicht von Kylie Scott. Das ist der vierte Band der Rockstars-Reihe von ihr. Da hatte ich auch den ersten gelesen. Den dritten habe ich auch hier. Da fehlt mir auch der zweite. Mir fehlt mir häufiger der zweite Band, ich weiß auch nicht. Ja, aber den habe ich dann auch schon mal hier. So, dann kommen wir zum großen Stapel. Das ist nämlich der, der hier schon leicht zu sehen ist. Und zwar habe ich noch gekauft The Hate You Give
Das ging ja schon ziemlich durch YouTube und durch die Presse, keine Ahnung. Das ist die englische Ausgabe, und zwar gab es die bei Amazon mal irgendwie für 3,99 €. Hatte ich damals bestellt, das war glaube ich noch im Juni oder so. Und dann hieß es halt, versandt fertig in 2 bis 3 Monaten. Habe ich schon gedacht, okay, das gibt es dann nicht mehr für den Preis, weil es wahrscheinlich ausverkauft war. Aber tatsächlich haben sie es irgendwie im Juli komischerweise mir zugeschickt. War ich ganz glücklich drüber, und ja, muss ich noch lesen. Dann kann ich da auch meine Meinung zu geben. Dann habe ich noch so ein paar Reihenvervollständigungen oder Weiterführungen. Und zwar Meeresrauschen von Patricia Schröder. Da habe ich den ersten Band von eingeschweißt. Den konnte man euch schon in einer meiner Bücherregaltouren sehen oder wird man noch sehen. Habe ich noch nie gelesen, aber den gab es tatsächlich halbwegs günstig bei eBay, und ich sammle mir halt immer nach und nach die Serien zusammen, wenn ich die halt halbwegs günstig kriege, weil ich halt gerne die Hardcover gerne hätte. Ähnlicher Grund ist hier von Gina Joalter, habe ich Verrat im Zombieland und Showdown im Zombieland in dieser hübschen alten Hardcover-Ausgabe. Die ersten beiden Bände habe ich nämlich auch in der Ausgabe, und die sind jetzt irgendwie neu rausgekommen als Taschenbücher, und diese alten Ausgaben gibt es irgendwie immer nur noch als Mängelexemplare. Und dann habe ich halt Angst, dass die irgendwie auch bald weg sind, wie so vieles, und dann wieder ein Vermögen dafür ausgeben, zusammenzukriegen. So, dann habe ich noch einen neuen Band, und zwar Evolution von Thomas Diemeyer. Die Stadt der Überlebenden, das ist ja so eine Dystopie mit so Jugendlichen, die wahrscheinlich ein bisschen mehr in Richtung Abenteuer geht. Von dem habe ich ja schon das Verbotene Eden ersten Band gelesen, fand ich super. Und die neue Reihe soll halt auch sehr spannend sein. Die möchte ich gerne ausprobieren. Dann habe ich noch einen kleinen Band, Wenn du vergisst, von Heidrun Wagner. Das ist so ein Jugendbuch, also ziemlich für Jüngere. Und das Schöne ist hier, da sind halt so Illustrationen drin, und zwar auf jeder Seite ist irgendwas. Und das finde ich halt immer sehr schön, wenn halt die Bücher so speziell gemacht sind. Und dann von der Story her weiß ich nicht genau, worum es geht. Ich glaube, das Mädel hat irgendwie ihr Gedächtnis verloren. Aber das werde ich auf jeden Fall auch lesen. So, und dann haben wir noch einen weiteren Neuzugang, und zwar Wir beide irgendwann von Jay Asher. Das hatte ich irgendwie für 1 € bei uns im Gebrauchtwarenladen gekauft. Das wollte ich halt unbedingt auch mal lesen, weil ich irgendwas von ihm mal lesen wollte. Also da gibt es ja noch das Leuchten der Stille und ich glaube noch mehr. Und das hatte ich schon länger im Auge, und jetzt für 1 € ja, nehme ich es mit. Da hatte ich eben schon mehrere Bücher diesmal gefunden. Dann Die 13. Fee, der zweite Band. Den ersten Band habe ich ja auch schon hier. Und ich finde diese Cover und diese Aufmachung so schön, dass ich die halt gerne als Taschenbuch haben wollte. Und den gab es tatsächlich auch mal gebraucht. Wobei der halt aus wie neu. Bin ich super gespannt drauf. Dann haben wir noch einen. Eine Vervollständigung rückwärts sozusagen von Colleen Hoch, Der Kuss des Tigers, eine unsterbliche Liebe. Und zwar habe ich ja die Reihe, da oben sieht man die, ab Band 2 bis 4 gehabt. Und den ersten Band, na, hatte ich nur als englisches Taschenbuch. Und dann habe ich halt das Hardcover über eBay gesehen für, weiß nicht, 2, 3 €. Und dann habe ich gedacht, ah, damit das halt immer schön vollständig da oben im Regal steht, holt sie das mal. Ja, habe ich übrigens immer noch nicht gelesen. So, dann habe ich noch Anfang einer Reihe. Und zwar von Michael Scott, Der unsterbliche Alchemist. Und zwar sind das die ersten 3 Bände. Eigentlich hätte ich ja hiervon auch erst den ersten Band gekauft, aber den gibt es so selten als Hardcover-Ausgabe in ordentlichem Zustand. Das ist übrigens auch ein Mängelexemplar gewesen. Weil diese Hardcover gibt es halt auch schon nicht mehr. Es gibt halt noch ein paar Bände als Mängelexemplare zwischendurch. Und ja, die sehen halt so hübsch aus. Und deshalb, so sieht der zweite Band. Das ist der zweite Band.
Bügel nicht drauf. Könnten wir ruhig nummerieren, die Bände. Und das ist der dritte Band. Und meine letzten beiden Neuzugänge sind erst heute eingezogen, weil ich nämlich heute auf der Büchermeile in Düsseldorf war. Da kann ich ja auch nicht lang gehen, ohne irgendwas zu kaufen. Und zwar haben wir, zur Vervollständigung meiner Sammlung, die Zwei-Weg-Geheimnisse, Band 8, das ist auch der letzte. Ich habe jetzt Band 1 bis 5 und Band 8. Und der ist auch ein bisschen dicker. Ich bin lieber dicker. Ja, also die lassen sich ja ziemlich schnell durchlesen. Und ein weiteres Buch, wo ich nicht dran vorbeigehen konnte, ist Geborgen von Veronika Rossi. Das ist der dritte Band der Reihe. Also den zweiten Band hatte ich ja bei meiner Viva-Bestellung, leider ohne Schutzumschlag. Den ersten Band habe ich schon eine Weile. Und der dritte Band, der war schon wieder nicht zu kriegen. Und da war ich so glücklich, dass ich den da gefunden habe. Ich hatte schon wieder eine Reihe, wo der dritte Band nicht mehr zu kriegen ist. Da kriegt auch ein Geist. Es gibt den dritten Band nie mehr und dann gibt es die ganze Reihe nicht mehr und dann hat man irgendwie verschissen. Naja, auf jeden Fall habe ich nichts gekriegt. Der ist auch gebraucht. Zu leichte Lesespuren, sag ich jetzt mal. Aber alles in allem sieht er gut aus. Ja. Und dann habe ich die Reihe komplett. Da bin ich auch glücklich drüber. Ja, das war meine nicht besonders kleine Neuzugänge-Video. Ich habe sie jetzt nicht gezählt. Ich schätze mal, 40 Bücher werden es wahrscheinlich wieder geworden sein. Ich habe ja ganz am Anfang des Monats ja noch den Bücherhaul aus der Bibliothek vom zweiten Tag. Und jetzt halt die Bücher alle. Also es war diesen Monat wirklich viel, wobei ich sagen muss, ich habe auch viel gefunden, was ich halt wirklich haben wollte, beziehungsweise wo ich die Reihen vervollständigt habe. Die es gerade halt auch günstiger gab oder Bücher, die ich schon lange auf meiner Leseliste, auf meiner Wunschliste hatte und nicht gekriegt habe. Also das ist jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, bisschen ungünstig gelaufen. Aber ich sag mal, ich bereue jetzt nicht, da irgendein Buch von gekauft zu haben. Ja, das war's soweit. Also, es gibt wieder viel Lesematerial. Wenn irgendjemand dabei jetzt irgendwas gefunden hat, was er auch gerne lesen möchte in nächster Zeit und gerne mit mir zusammen lesen möchte, kann er sich gerne melden. Ich würde mich sehr freuen und ansonsten sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Video. Bye, bye.